Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wer wird Millionär? Wird Toffee denn endlich mal Millionär und lässt er sich weiterhin vom Spiel verarschen? Ja, das werden wir heute und mehr hoffentlich auch noch erkennen und sehen und merken und spüren und was auch immer. Ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass ich absolut richtig gelegen habe mit meiner Vermutung. Das Spiel hat mich verarscht. Es scheint ein Übersetzungsfehler zu sein. Der zweite, der uns schon aufgefallen ist. Ich habe euch das letzte Mal nämlich schon erzählt, dass es ein Übersetzungsfehler bezüglich des Bundespräsidenten, der eigentlich die Bundeskanzlerin sein sollte, gegeben hat, der nicht mir passiert ist, den ich aber in den Kommentaren gelesen habe. Und jetzt das Ganze mit dem Synonym gegen das Homonym. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber gut, wir geben dem Spiel nochmal eine Chance, oder? Im ersten Spiel, im ersten Part hatten wir das Publikum, das einem total auf den Sack ging. Im zweiten Spiel hatten wir das Spiel an sich, die Fragen, die gerne mal verwirrend sind und die falschen Ergebnisse als richtig interpretiert. Mal gucken, was im dritten Part passiert. Vielleicht sollten wir auch einen Charakter nehmen, der, ja guck mal, Massimo, der soll eh nicht gewinnen. Ich finde, der 33 Geschäftsführer von Autos. Nee, Hobbys sind seine Autos noch. Geschäftsführer von was? Weißt du, ich bin Geschäftsführer. Ja, von was? Also ich bin auch Geschäftsführer von meinen großen Geschäften auf dem Klo. Davon bin ich auch Geschäftsführer. Die muss ich schon selber unter Kontrolle kriegen. Wie sie entstehen und wie sie rauskommen. Und wie sie letztendlich zur Toilette in den Abfluss transportiert werden. Das ist ganz großes Supply Chain Management. Das muss ich alles machen, ganz klar. Und trotzdem heißt das noch lange nicht, dass ich deswegen auch gut bin in meinem Job. Also motiviert ist sie ja schon, allein schon die Musik zu hören. Man will gewinnen, man will es schaffen, aber wenn das Spiel eigentlich den Strich nicht gerechnet macht, dann weiß ich halt auch nicht, ob es wirklich Spaß macht auf Dauer. Ich habe noch kein endgültiges Fazit zu dem Spiel abschließen können. Ich bin der Meinung, ich müsste mir dann doch nochmal ein kleines bisschen was angucken. Ich müsste noch ein bisschen weiterspielen, egal ob jetzt im Video oder privat. Für mich ist es aktuell noch kein Kauftitel, wo ich sagen würde, mit gutem Gewissen kann ich euch sagen, kauft euch dieses Spiel, weil es halt einfach zu viele Fehler beinhaltet. Und die fehlende Sprachausgabe ist auch sehr, sehr ja, demotivierend. Ja, und 40 Euro ist halt auch nochmal eine Hausnummer. Wie nennt man eine Person, die Gemälde herstellt? Gemäldemacher. Müller, Maler, Anstreicher oder Landstreicher? Ich wäre für Maler. Komm, mal. Das sage ich zum Maler immer. Wenn ein Vulkan aktiv wird, sagt man, er bricht aus, er bricht, unterbricht oder explodiert. Er bricht aus. Diese anfänglichen Fragen immer, ne? Übrigens stand in den Kommentaren, dass die 300-Euro-Frage oder Dollar oder was auch immer Frage eigentlich immer etwas kniffliger gewesen ist. Und ab 500 ging es dann wieder ein bisschen easier weiter. Das wusste ich gar nicht. Wie heißt das weibliche Fortpflanzungsorgan einer Blume? Stift, Locher, Stempel oder Schere? Ich glaube, das ist der Stempel, oder? Ist das jetzt schon wieder die 300-Euro-Frage? Ich glaube, es ist der Stempel. Da war ich ganz, ganz kurz mal am Struggeln. Aber okay, jetzt kommt die schwierige 300-Euro-Frage. In welchem Jahr griff die Al-Qaida die USA an und zerstörte die beiden Türme des World Trade Center? Okay, das ist nicht schwer. 1992? Nein. 1998? Nein. 2001? Ja. 2011? Nein. 2001 war das Ganze. Gut. Damals war ich tatsächlich, habe ich es tatsächlich mitgekriegt, aber nur so nebenher. Ich war ja 11 Jahre erst. Und da haben wir in der Schule trotzdem eine Schweigeminute gehalten, logischerweise. Aber ich konnte das trotzdem noch nicht so richtig realisieren. Welche Sprache wird in Irland gesprochen? Französisch, Flämisch, Englisch oder Portugiesisch? Englisch. Aber Irisch-Englisch. Mit rollendem R. So, jetzt haben wir die einfachen Fragen durch. Und jetzt wird es wieder spannend.
Mit welchem Sport assoziiert man die Organisation WWE? Das ist Wrestling, glaube ich, ne? Golf, Boxen, Wrestling oder Turnen? Das kenne ich tatsächlich von Tobinator Let's Play. Da weiß ich, dass der hinter sich irgendwie immer auch so ein WWE-Dingsbums-Gedöns hinter sich hat oder so, wenn er streamt auf Twitch. Und ich glaube, der hat ja auch viel mit Wrestling zu tun. Er macht ja auch ganz, also privat, hobbymäßig mag der ganz gerne Wrestling und deswegen weiß ich das. Und bin mir also ziemlich sicher, dass es Wrestling ist. Wofür WWE steht, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also das erste W könnte halt wirklich für Wrestling stehen. World Wrestling Enlargement? Keine Ahnung. Aber ja, ihr seht, ich war mir ziemlich sicher. Die 1.000-Euro-Frage. Ne, 1.000 Euro haben wir jetzt. Genau, 2.000. Welches Land veranstaltete die FIFA-Weltmeisterschaft 2018? Frankreich, Deutschland, Russland oder Spanien? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es war Russland, ne? Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ich bin so sicher, dass ich keinen Joker dafür verschwende, aber ich weiß nur, dass Deutschland auf jeden Fall nochmal Weltmeisterschaft ausrichten wollte, nachdem sie 2006 aber dran waren, durften sie nicht nochmal. Aber es stand, glaube ich, bis zum Ende nicht fest, ob Russland die Weltmeisterschaft austrägt oder nicht, weil es ging ja darum, da gab es ja auch Schwierigkeiten mit Russland und so weiter. Ich glaube, da war immer so was in der Schwebe, dass es vielleicht Deutschland als Ersatz noch sein könnte. Welcher Planet unseres Sonnensystems ist nach dem römischen Gott des Krieges benannt? Mars. Das weiß ich sogar. Heute ist meine Runde. Ich habe gerade noch Pizzareste gegessen von gestern. Die bringen mir Glück. Ich bin offensichtlich so... ohne Witz. Jedes Mal, wenn ich in Zukunft was wissen muss, esse ich vorher Pizza. Dann werde ich nicht nur fett, sondern auch intelligent. Ist das der Grund, warum intelligente Menschen dicker sind als andere? Nerds sind ja gerne mal auch ein bisschen proper, oder nicht? Ist nur eine reine Theorie. Welche Farbe ist neben Rot und Weiß die dritte Farbe in der Flagge Mexikos? Grün. Ist das tatsächlich dein Ernst? Ich wusste das jetzt schon wieder. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es grün ist. Oder verwechsel ich die jetzt gerade mit Brasilien? Neben Weiß und Rot. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich muss sicher sein. Oh Gott, gerade die zwei, die ich eigentlich noch vermute. Ich hatte gedacht, oh, das ist doch gelb. Jetzt riskiere ich's. Ich hatte tatsächlich wirklich noch im Kopf, vielleicht könnte es gelb sein. Ich wollte es aber nicht aussprechen, weil das ist wieder so Murphys Gesetz, ne? Wenn du dann aussprichst, was du denkst und du machst einen 50-50-Joker, dann bleiben die übrig. Oh, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört. Was heißt Bauchgefühl? Ich wusste es ja, aber, ne? Gut geplante, durchgeführte Sache, ja, genauso wie mein Studium, sag ich ja. Welches der folgenden Verben ist unregel? Und soll ich euch was sagen, Leute? Ich hab schon wieder vergessen, was die Antwort war. Scheiße. Ich hab schon wieder vergessen, was die Antwort war. War es arbeiten? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das war auf jeden Fall eine Frage, die auch in den Kommentaren stand, wo es nicht ganz hinhaut. Also was nicht ganz stimmt. Anscheinend ist stehen auch ein unregelmäßiges Verb. Glaube ich, es war stehen, das ihr in den Kommentaren geschrieben habt, die aber als falsch angemarkert wurde. Ich glaube, arbeiten war das Richtige, oder? Ich riskiere es jetzt. Aber das war auf jeden Fall die Frage, die in der ersten Runde uns schon vernichtet hat. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass bei 3000 einprogrammierten Fragen jetzt schon eine doppelte drankommt. Gut, es ist zufallsgeneriert, aber es ist Fragen gewesen. Scheiße.
Ich habe sie zweimal falsch gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich wusste nicht mehr. Gut, das ist aber eigentlich ganz gut zu wissen, dass man, dass wenn die Fragen nochmal kommen, ich einfach gar keine Ahnung mehr davon habe, was die richtige Antwort gewesen ist. Dann machen wir normal weiter und zwar mit Lindsay, die Forscherin fürs Kino. Oh Gott, liebe Leute, oh Gott. Okay, ich kann mich darauf rausreden, dass ihr mich verwirrt habt, weil ihr gesagt habt, dass eines dieser Verben doch auch unregelmäßig ist. Ihr seid schuld. Nein, Quatsch. Das Spiel ist schuld. Also ich weiß nicht, aber ich dachte eigentlich, Fragen wäre nicht die richtige Antwort gewesen. Ich bin verwirrt. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller. Wie wird die Ernte von Weintrauben gemacht? Rebe. Nee, Lese. Die Rebe ist das, was man hat. Und die Lese, es wird gelesen. Die Trauben werden gelesen. Ja, das stimmt. Habe ich sogar früher mal wirklich gemacht. Ich bin bei der Ernte von Weintrauben dabei gewesen. Hat Spaß gemacht. Wie heißt eine große portugiesische Hafenstadt? Paket, Post, Porto oder Päckchen? Ich glaube, es ist Porto. Macht auf jeden Fall am meisten Sinn, oder? Also nach Päckchen wollte ich nicht. Was ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland? Ist das denn ernst? Saarland? Schwaben? Emsland oder Franken? Ich glaube, das ist Saarland, ne? Gut, es gibt 16 Bundesländer. Ich möchte noch mal ein bisschen. Ich möchte mal ablenken davon, dass ich mir kurz gehadert habe, ob ich die Antwort überhaupt weiß. Wie heißt die bekannteste Bühnenspielform Chinas? Shanghai Schwank? Peking Oper? Kanton-Operette oder Hongkong-Drama? Ich würde sagen Peking-Oper, oder? Das ist schon wieder die 300-Euro-Frage. Ich riskiere es jetzt. Das klang aber auch am logischsten, ehrlich gesagt. Warum immer die 300-Euro-Frage? Die sind echt fies. Als ob man sich 300 Euro so deutlich verdienen muss. Wie heißt der nördlichste Bundesstaat der USA? Alabama? Alaska? Arkansas? Kenn ich nicht. Arizona. Es ist Alaska. Ich weiß nicht wieso, aber bei den ersten Fragen bis zu 500 Euro, da einen Joker zu nehmen, da kannst du gleich aufhören, oder? Wer schnürte für Real Madrid und Schalke 04 seine Fußballschuhe? Schnürte. Rattrak oder Raoul? Ich habe keine Ahnung. Ich frage das Publikum, woher soll ich das wissen? Ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Das Publikum kennt das. Ja, wir sind in Deutschland, ja? Da kennt jeder sich mit Fußball aus, außer ich. Okay, die Mehrheit sagt Raoul. Aber auch wieder nur etwas über die Hälfte. Was ist los mit den Leuten? Es gibt so viele Deutsche, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag Fußball zu glotzen zu Hause. Die können doch bei mir jetzt hier im Studio sitzen und mir dann die richtige Antwort sagen. Ich wusste das echt nicht. Wenn noch eine Pokémon-Frage kommt, dann weiß ich die. Was gehört nicht zum Verdauungssystem der Wiederkäuer? Lappmagen? Rehmagen? Blättermagen oder Netzmagen? Also ich würde ja Lappmagen sagen, weil der Rehmagen habe ich schon mal gehört. Soll ich es jetzt riskieren? Ich riskiere es jetzt. Also Rehmagen bin ich mir ziemlich sicher, das habe ich schon mal gehört. Aber auch nicht unbedingt in dem Zusammenhang, aber Netzmagen, Blättermagen klingt auf jeden Fall ziemlich logisch. Lappmagen klingt irgendwie total falsch.
Nein, es ist doch der Rehmagen! Wo ist der Rehmagen? Das war das einzige Wort, was ich kannte. Und deswegen habe ich es ausgeschlossen. Das ist die richtige Antwort. Mann! Oh Gott. Werde ich es jemals schaffen, die Millionen zu holen? Die Frage bleibt weiterhin offen. Wir haben es bis jetzt nur ein einziges Mal geschafft, die 16.000 Euro zu knacken. Und das war in der ersten Runde. Heute in diesem Spiel kann ich jetzt nichts die Schuld geben. Das Publikum hat mich nicht im Stich gelassen. Die Fragen waren bis auf die eine Frage mit dem unregelmäßigen Verben, die mich ein bisschen verwirrt hat. Aber ich hätte so oder so nichts gewusst. Es war geraten. Das heißt, in dem Sinne habe ich selbst nicht dazu entschieden, etwas zu riskieren. Das heißt, ich persönlich habe mich dazu entschieden, es zu riskieren. Und von dem her kann ich nur mir selbst die Schuld geben. Also dieses Video ist das jetzt das dritte, wo alles eigentlich glatt gelaufen ist, ohne große Probleme, glaube ich. Es sei denn, der Rehmagen ist wirklich Problem. Also der Rehmagen war wieder falsch übersetzt. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Gut, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt und nochmal gucken wollt, ob ich es schaffe, dann gebt dem Video doch eine positive Bewertung und vielleicht schaffe ich es dann irgendwann mal. Vielleicht muss ich mir Pizza fressen zu wieder 16.000 und vielleicht auch irgendwann auch mal zu der Million. Wäre auf jeden Fall schön. Wir sehen uns, Leute. Bis dann. Tschüss.